Ich begrüße ganz herzlich Herrn Omar Rahim, erst Spieler, dann Trainer und jetzt Geschäftsführer der EN Basket Schwelm, zu einem Interview mit der EN Aktuell. Hallo Herr Rahim. Hallo, ich grüße Sie, Herr Kukowska. So, schön, dass Sie Zeit haben. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und freuen uns natürlich jetzt, die mit Ihnen zusammen durchzugehen. Herr Rahim, man sagt, Basketball sei Ihr Leben. Wann haben Sie das erste Mal auf einen Korb gezielt? Wissen Sie noch, wann und wo das war? Oh, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, ich war 8 oder 9 Jahre alt. In meiner Heimatstadt in Hahn, da haben wir draußen auf einen Freiplatz, den gibt's glaube ich heute noch. Und da habe ich das erste Mal auf den Korb geworfen. Allerdings richtig Basketball gespielt habe ich erst später. Ich habe erst später im Verein angefangen, aber ich hatte damals schon Spaß. Was fasziniert Sie denn so an Basketball? Es sind ja sicherlich nicht nur die hübschen Cheerleader, die da am Basketball reizen, oder? Nein, mit Sicherheit nicht. Die Sportart ist natürlich für mich die beste Sportart der Welt. Sie ist schnell, sie ist dynamisch, sie hat auch bestimmte Züge von Ästhetik. Ich denke, da sind technische Aspekte, taktische Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ist einfach ein wunderschöner Sport, verbindet viele Aspekte und dementsprechend finde ich es absolut wunderbar. Und es ist nie langweilig, es fallen schnell Körbe. Also man muss nicht wie bei anderen Sportarten lange auf irgendwelche Erfolge warten. Ist Ihre ganze Familie so Basketball verrückt oder sind Sie zu Hause die Ausnahme? Nein, ich habe meine Frau, die ist auch an Basketball interessiert. Ich habe sie, ehrlich gesagt, auch, wenn man es richtig genau betrachtet, beim Basketball in der Halle West kennengelernt. Und sie unterstützt mich bei allem, was ich hier mache, alles, was den Verein betrifft. Ohne sie und auch ohne die Unterstützung meiner Kids wäre das gar nicht möglich. Spielen die Kids auch schon Basketball? Der Kleine noch nicht, allerdings, er hat hier zu Hause einen Korb, der ist 1,5 jetzt, da hat er aber auch schon mal tatsächlich drauf geworfen, erfolgreich. Der Große, der geht schon mal gelegentlich zum Training, bisher zur U6, aber jetzt muss er zur U8 und der wird mit Sicherheit halt in der nächsten Zeit wieder mit dem Basketballspielen anfangen. Aber ich mache ihm da keinen Druck, er soll sich das entsprechend selbst aussuchen. Ich zwinge da keinen Basketballer zu werden. Die Frage schon ein bisschen vorweggenommen, wollte gerade fragen, ob Sie einen Basketballkorb am Haus haben oder an der Garage haben, wo Sie auch selber mal abends oder am Wochenende mal ein paar Bälle werfen, so in Ruhe. Nein, um Gottes Willen. Also ich versuche so viel Basketball wie möglich eigentlich aus der Wohnung hier rauszuhalten. Natürlich ist hier einiges, was an Basketball erinnert, aber ansonsten versuche ich meine Arbeit und den privaten Bereich so ein bisschen getrennt zu halten. Die NBA ist aber auch der größte Traum eines jedes Basketballspielers. Waren Sie schon mal in der USA bei einem Spiel? Und wenn ja, bei welchem? Ich war selbst in den USA noch bei keinem Spiel, allerdings war ich in einer Basketballhalle. Ich interessiere mich aber aktuell und eigentlich schon seit einigen Jahren eigentlich nicht so sehr für die NBA, weil es für mich ein Entertainment-Bereich ist, wo ich manchmal mich frage, ob das wirklich alles so Sinn macht. Also da gibt es ganz andere Maßstäbe, die ich persönlich nicht so interessant finde. Ich finde das schön, wenn andere Leute NBA Basketball gucken und vor allem die Jugendlichen dafür schwärmen. Das ist in Ordnung. Vor vielen, vielen Jahren, als wir mit dem Basketball angefangen haben, da kannten wir die NBA. Mittlerweile kennt sie so ziemlich jeder. Ja, ja. Allerdings interessiere ich mich nicht so sehr für die NBA. Kommen wir aber jetzt nun zum Thema EN Baskets. Vor der letzten Saison wollten die Baskets die Playoff-Ränge erreichen. Doch leider sind die EN Baskets am Ende aus der Pro B abgestiegen. Mit ein bisschen Entfernung, wie sehen Sie die letzte Saison? Ja, es ist, nachdem wir 2014, 2015 noch unser sportliches Ziel, die Playoffs zu erreichen, ja, letztendlich auch geschafft haben, dort zwar in der ersten Runde rausgeflogen sind gegen den späteren Finalisten Wedel, wollten wir das Jahr dann darauf auch wieder die Playoffs erreichen und haben in der Vorbereitung aus unserer Sicht einiges in Bewegung gesetzt, haben einen hauptamtlichen Trainer engagiert, der sich maßgeblich um den Basketball in der ersten Mannschaft und aber auch in der Jugend kümmert, hatten das Gefühl, dass wir den richtigen Mann gefunden haben. Das Sportliche lief dann aber an sich, das liegt jetzt nicht alleine an dem Trainer, da sind viele Faktoren, die falsch gelaufen sind und da müssen wir uns auch
einiges natürlich gefallen lassen. Auch wir haben Fehler gemacht und sind verschiedene Dinge falsch gelaufen und entsprechend, es tut zwar weh, klar, ein Abstieg tut immer weh, aber letztendlich muss man jetzt, es ist jetzt ja schon etwas mehr als ein Monat vorbei, als das letzte Saisonspiel dann halt auch stattgefunden hat, und entsprechend schauen wir jetzt nach vorne und bereiten uns vor auf die kommende Saison. Wie war die Stimmung so danach in der Kabine, als man wirklich erfahren hatte, jetzt ist es soweit, Abstieg? Ja, die Stimmung in der Kabine selbst war natürlich gedrückt. Die meisten Spieler waren sehr, sehr niedergeschlagen. Manche zeigen es natürlich nicht. Die sind nicht so extrovertiert, dass sie ihre Gefühle nach außen tragen. Und entsprechend haben sie das mit sich selbst im Prinzip klar gemacht, ob das so eben passiert ist. Wir alle waren sehr enttäuscht. Toffer Speyer, Stefan Schäfer und ich, wir waren im Prinzip in einem Raum für uns, und ja, die Stimmung war schon sehr, sehr niedergeschlagen. Welche Fehler müssen Sie denn eingestehen, die in der vergangenen Saison passiert sind? Aus sportlicher Hinsicht und auch aus Sicht der Vereinsführung? Ja, die sportlichen Fehler sind in erster Linie, denke ich, vielfältig in der Hinsicht, wenn es um die Verpflichtung des einen oder anderen Spielers geht, sicherlich daneben gegriffen haben. Das Scouting selbst, Aussuchen der Spieler sozusagen, das ist maßgeblich in der vergangenen Saison Aufgabe des Trainers gewesen. Das wird es auch in Zukunft so sein. Das wird auch in Zukunft so sein. Ich denke, bei der Kaderzusammenstellung, da hätte man eventuell gerade die Position des Aufbauspielers noch ein bisschen stärken sollen. Matze Perl ist ein guter Aufbauspieler, den wir haben, aber wenn ein Matze Perl alleine die Verantwortung für das Ganze tragen muss und vor allem in so einer harten Saison und vor allem starken mit so einer starken Konkurrenz, dann ist es so, dass man da auch unbedingt noch jemanden dazu braucht, und die Wahl der Spieler Jako Novak ist sicherlich individuell ein starker Spieler, aber ich glaube, er war nicht die Verstärkung, die uns hätte weiterbringen oder die uns hat auch nicht weiterbringen gebracht. Die ganze Konkurrenz in der Liga hat primär amerikanische Spieler auf der Position, auf der Jako Novak gespielt hat. Die wird ganz anders definiert und sie ist sehr guard-dominiert in dieser Liga, und da haben wir sicherlich daneben gegriffen. Wir waren zwar sehr kritisch, hatten auch im Vorfeld mit dem Trainer gesprochen und haben gesagt, ist das die richtige Wahl? Auch bei dem Spieler Crawford waren wir uns nicht sicher. Mein Bauchgefühl an sich war, das ist nicht die richtige Verpflichtung. Nach der Tryout-Phase haben wir aber letztendlich dem Trainer das Vertrauen geschenkt und gesagt, wir geben ihm die Möglichkeit, mit dieser Mannschaft, die er sich da zusammengestellt hat, in die Liga zu gehen. Und ja, das ist aber auch natürlich irgendwo auch unser Fehler, dass wir nicht kritischer hinterfragt haben, auch nicht klar eingegriffen haben bei dem Thema Position Combo Guard, Position 2, diese Position mit Novak zu besetzen oder auch andere Spieler zum Team zu holen. Das sind Fehler, die wir auch mitgemacht haben und auch Entscheidungen des sportlichen Bereichs, heißt des Trainers, auch mit unterstützt haben. Und da sind wir auch maßgeblich mit dran dafür verantwortlich, dass das nicht gut gelaufen ist. Wie sahen der Wettbewerb in der Pro B aus, sportlich und finanziell? Und wie wird sich das aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren entwickeln? Der Wettbewerb in der Pro B, der hat sich alleine von 2014, 2015, wo wir noch in der Pro B Süd Staffel gespielt haben, und jetzt in der 2015, 2016 in der Pro B Nord Staffel gespielt haben, hat sich doch maßgeblich verändert gehabt. Die Situation war eine andere. Wir versahen eine wesentlich stärkere Liga im Vergleich zu dem, was wir vorher kennengelernt haben. Und die Mannschaften, die dort in der Pro B Nord tätig sind oder tätig waren in der abgelaufenen Saison, sind erfahrene Mannschaften, die den Wettbewerb natürlich auch gut kennen. Mannschaften wie Oldenburg oder Wedel oder auch so Vereine wie Adler Dragons sind natürlich Hausnummern in dieser Liga. Wir müssen aber Folgendes vergleichen oder unterscheiden. Erst einmal Mannschaften, die in erster Linie aus jungen Spielern bestehen, so Konzeptmannschaften wie Oldenburg, aber auch Wedel
oder auch Wolfenbüttel, die einen Erstligisten, ich sag mal, im Rücken haben, wo auch immer wieder Zusammenarbeit ist, wo der eine oder andere Spieler auch in der BKBBL antritt. Da ist auf jeden Fall Qualität mit jungen Spielern immer wieder gegeben. Andere Mannschaften wie Adler, Dragons oder Rostock haben eine ganz andere finanzielle Möglichkeit zu agieren oder auch Itzehoe, die 8 Amerikaner, glaube ich, in der letzten Saison ausgetauscht haben. Allein aus finanzieller Sicht waren wir mit den Mannschaften, mit denen wir uns nun mal vergleichen können, als erste Mannschaft wie Adland, Itzehoe, Rostock nicht konkurrenzfähig. Und aus sportlicher Sicht, ich denke, wenn wir aus sportlicher Sicht die Fehler, die ich eben angesprochen habe, wenn wir die abgestellt hätten, hätte es auf jeden Fall eine Chance gegeben, zumindest die Playoffs auch zu erreichen oder zumindest nicht abzusteigen. Und wie war das früher in den vorherigen Saisonen? War die Liga dann finanziell nicht so stark oder hat sich das so geändert? Meinen Sie in den Jahren, ich sag mal 2011, 2012, genau, also, in diesem Jahr? Ja, da entwickelte sich das eindeutig. Aber wir müssen auch unterscheiden, wir haben 2014 ja aus der Schwelmer Basket UG eine GmbH gemacht. Das gab schon Gründe. Erstmal, weil der damals schon der Basketball in der Pro B aus verschiedenen Gründen, heißt fixe Kosten, die jedes Jahr auf einen zukommen, schon sehr, sehr hoch waren. Wir haben immer sportlichen Erfolg gehabt. Allerdings war der eigentlich nie so richtig zu bezahlen. Entsprechend waren die Schwelmer Baskets ja damals auch immer hoch verschuldet und der Erfolg ist letztendlich durch finanzielle Mittel, die man nicht hatte, letztendlich realisiert worden. Hätte man damals schon gut gewirtschaftet, dann wäre das wahrscheinlich eine andere Situation gewesen. Aber man hat damals eben immer um die Playoff-Plätze oder um die Meisterschaft eben gespielt und hatte wahrscheinlich auch den entsprechenden Druck, aber finanziell haben auch in den letzten Jahren einige Mannschaften aufgeholt oder auch strukturell wie Dresden, die sich sehr, sehr stark professionalisiert haben. Und entsprechend ist das für uns eine Entwicklung gewesen, die wir irgendwann mal nicht mitgegangen sind. Ich denke, dass alle nicht nur in der letzten Saison oder auch das Jahr davor vielleicht der ein oder andere Fehler gemacht worden ist, sondern auch die Jahre davor. Und entsprechend ist man eben nicht dort, wo andere Vereine eben auch schon sind. In den Playdowns saßen Sie auf der Trainerbank. Was wollten Sie damit erreichen oder war das von Ihnen so geplant? Nee, von mir geplant war es mit Sicherheit nicht. Ich habe bereits 2014, 2015, als wir uns von damals dem Trainer Thorsten Mordsuch getrennt haben, habe ich mich bereit erklärt, dort den Trainerjob für einige Monate zu übernehmen. Sicherlich auch dem geschuldet, dass wir nicht in der Lage waren, einen Trainer in einem Kurzzeitvertrag auch zu finanzieren und auch einen guten Trainer in der Zeit zu finden. In der letzten Saison, jetzt 2015, 2016, war es irgendwann mal auch der Wunsch unserer Gesellschafter, nachdem wir den erhofften Effekt mit Torfer Speyer, der wirklich einen hervorragenden Job gemacht hat, das Ruder rumzureißen. Das ist ihm nicht gelungen und man hat mich in erster Linie dann gebeten, mich mit auf die Trainerbank zu setzen. Ich habe das nicht von mir aus in erster Linie machen wollen, aber nach einigen Wochen habe ich dann gesagt, okay, ich muss erst einmal den Trainer Torfer Speyer fragen, ob er mit dieser Situation überhaupt zurechtkommen kann. Und wir haben uns dann abgesprochen, wir verstehen uns auch sehr, sehr gut und haben das dann am Ende gemeinsam gemacht. Diese Kooperation am Ende, die hat zumindest zu einigen Siegen geführt. Die waren zwar unbedeutend, aber wir haben am Ende doch einen anderen Basketball gespielt, als wir im zum größten Teil in der Saison auch gezeigt haben. Neben den sportlichen Problemen gab es auch einige Schwierigkeiten mit den Fans in der letzten Saison. Es gab einige Male Ausschreitungen im Laufe der Saison. Wie ist da die Situation? Werden Sie da Gespräche führen? Ja, die Ausschreitungen sind ja natürlich dadurch bedingt, dass bestimmte Dinge im sportlichen Bereich oder auch so nicht laufen. Ich kann die Frustration der Fans auch natürlich verstehen. Wie man sie letztendlich ausdrückt, ist so eine Sache, die muss man natürlich auch immer wieder hinterfragen. Aber wir werden mit Sicherheit auch in Zukunft mit den Fans sprechen und versuchen dort eine entspannte Atmosphäre hinzubekommen. Letztendlich geht es ja darum, dass wir uns am Feierabend treffen
und zumindest alle 14 Tage und Spaß haben bei einer Basketballveranstaltung in Schwelm. Ja, so sollte es auch sein. Bei einigen dieser Fans stehen Sie auch persönlich häufig im Fokus, werden im Internet angegangen. Wie gehen Sie damit um? Verletzt Sie das? Nein, also verletzen tut mich das wirklich nicht. Es ist immer ganz lustig. Ich weiß, dass es da die eine oder andere Plattform gibt, wo ich mächtig beschossen werde. Aber ich bin kein aktiver, kein aktiver Mensch in dem Bereich, dass ich mir da anschaue, wer mich wie angeht. Das wird mir immer wieder zugetragen. Der eine oder andere schaut sich das wohl als Nachtlektüre irgendwie an und erzählt mir dann ein, zwei Tage später davon. Aber im Großen und Ganzen, ich kann den Frust der Fans verstehen. Ich bin nun mal der Geschäftsführer, der Verantwortliche, muss den Kopf dahin halten. Und wenn die Leute mir gegenüber kritisch sind, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber gucken Sie sich doch mal andere Vereine auch an. Da ist auch, selbst wenn der sportliche Erfolg da ist, da wird auch trotzdem noch kritisiert. Also mit Kritik kann ich umgehen. Ihr Kollege, der Markus Wiethoff, der Beirat bei den Ehren Baskets, ist mit der sogenannten Stinkefinger-Affäre in Recklinghausen in den Fokus geraten. Wie haben Sie davon erfahren und wie sehen Sie die Situation? Hätte Ihnen so etwas passieren können? Ja, wie habe ich davon erfahren? Irgendwann vibrierte mein Handy draußen außerhalb der Halle und mein Kollege Michael Kerstolz schrieb mir da per WhatsApp, der Wiethoff hat den Fans einen Stinkefinger gezeigt. Dann habe ich mir kurz innegehalten, habe dann geantwortet, das ist doch völlig in Ordnung, dass der Justus Wiethoff, also der Sohn, also nicht in Ordnung, sondern ja gut, das kann passieren, dass ein 20-Jähriger oder 21-Jähriger dann den Fans einen Stinkefinger zeigt. Ja, was soll man machen, wenn er frustriert ist? Ja, dann schrieb er, nein, das war der Markus Wiethoff. Ja, und da war ich dann schon etwas überrascht. Muss aber ganz ehrlich sagen, es sind menschliche Züge letztendlich. Auch eher, man hat gemerkt, dass nicht nur wir, die auch zu den Auswärtsspielen auch häufig hingefahren sind und mit der Mannschaft gefiebert haben, auch frustriert waren, sondern auch Leute, die natürlich im Beirat oder allgemein in der Struktur sind. Es ist schon sicherlich keine gute Aktion gewesen. Er hat sich dafür entschuldigt und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass er sich dann auch ganz öffentlich dazu geäußert hat. Aber für mich ist das Thema vergessen. Aber ich weiß auch, dass manche Leute gesagt haben, ich hätte mich im VIP-Bereich versteckt. Gut, von da aus hätte ich ja jedem Stinkefinger zeigen können, aber das hätte ja keiner gesehen. Aber ich glaube nicht, dass mir das passiert wäre, weil ich da in der Situation weiß, wenn solche Dinge sind, wenn die Fans frustriert sind oder auch ich, dass solche Dinge natürlich passieren können. Und da halte ich mich auch immer schön auf Abstand, weil ich auch die Fans respektiere. Und entsprechend muss ich da auch distanziert halten und schauen, dass das Ganze erst einmal wieder in die richtigen Bahnen läuft. Schauen wir in die Zukunft. Wie sieht die Kaderzusammenstellung aktuell aus und wie gehen Sie da vor? Mit Falk Möller konnten Sie ja schon den neuen Trainer präsentieren. Ja, der Falk. Mit Falk wollen wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeiten in verschiedenen Bereichen. Er hat ja auch einige vor wenigen Jahren auch schon bei uns gearbeitet. Er hatte sich bereit erklärt, als Individualtrainer im Nachwuchsbereich aktiv zu sein, hat dort einmal die Woche Individualtraining gemacht. Wir haben immer wieder Kontakt zu haben. Wir kennen uns schon lange. Ich schätze ihn sehr als ruhigen, besonnenen Menschen und mag den Basketballstil, den er spielen lässt. Und der Falk ist gerade in Zusammenarbeit mit Stefan Schäfer sehr akribisch, arbeitet sehr intensiv an der Zusammenstellung der Mannschaft. Zu Falk haben sich ja jetzt auch, wenn wir komplett über den Kader sprechen, ja auch noch Gal Hulsen mit zum Kader begeben und auch Matthias Perl ist klar, dass er kommt und zusätzlich auch noch Lukas Markevicius, der bei uns im Nachwuchsbereich ja mit dem Basketball auch angefangen hat. Ja, jetzt spielen Sie in der Regionalliga. Wie sehen Sie die sportliche Qualität der Liga und wie ist die Ausrichtung? Ja, wir haben ausgegeben, dass wir aufsteigen wollen. Allerdings ist die Konkurrenz sehr stark. Mannschaften wie Münster, Grevenbruch, BG Hagen oder auch Dorsten sind erfahren in dieser Liga, sind finanziell auch
auch sehr stark. Also wenn man die Liga so betrachtet, die sind durchaus in der Lage, einen sehr, sehr starken Kader zusammenzustellen. Es wurde zwar bei uns in der, ich sag mal, lokalen und regionalen Presse kommuniziert, dass wir einen Etat haben von 200.000 Euro. Das ist richtig, allerdings ist das der Gesamtetat und nicht der Spieleretat. Also mit einem Spieleretat von 200.000 Euro, da kann man sicherlich ganz andere Dinge bewegen und dann muss man auch den, da ist man dazu verdammt, auch selbst in einer Pro B, wenn man dort gespielt hätte, zu sagen, wir schaffen die Playoffs. Ja, allerdings ist die Konkurrenz auch sportlich sehr stark. Ich schätze den Kollegen Philipp Kappenstein aus Münster als einen sehr starken Trainer, der es immer wieder schafft, auch eine super Mannschaft zusammenzustellen. Ja, und die anderen Vereine, die haben auch ihre Ziele. Der eine oder andere will auch in die Pro B, möchte sich, hat auch eine gute Struktur. Die Regionalliga West gilt als eine sehr, sehr starke Regionalliga. Und ich denke, die ersten paar Mannschaften, die dort am Ende der Saison auf den auf den oberen Plätzen landen, die sind auch sicherlich in der Lage, in der Pro B mitzuspielen. Auf welches Derby freuen Sie sich am meisten aus der Region? Auf welches Derby? Es sind so viele Derbys. Gut, es wird man spielt gegen Haspe, man spielt gegen BG Hagen. Allerdings muss man ja auch, es ist ja alles irgendwie ein NRW-Derby. Wir freuen uns zumindest, dass wir jetzt mit der in der Regionalliga durchaus die Chance haben, auch mehr Zuschauer natürlich in die Halle zu bekommen. Wir wollen den Eventcharakter noch ein bisschen hervorheben und freuen uns natürlich, dass dann auch Fans von BG Hagen oder Haspe oder Dorsten zu uns in die Halle kommen oder auch Düsseldorf, die gerade eine sehr, sehr starke Struktur aufbauen. Es gibt viele Derbys, also ich kann jetzt nicht irgendwie eins rauspicken. Ich glaube, wenn Wulfen nicht abgestiegen wäre, hätte ich gesagt, wir freuen uns auf das Derby gegen Wulfen. Aber die spielen jetzt in der zweiten Regionalliga. Aber ich freue mich sehr. Wir schauen einfach mal, was wir in den nächsten Wochen auch noch machen, wie wir den Kader zusammenstellen. Und dann geht's auch schon irgendwann mal los mit der Vorbereitung. Wann startet das Team in die Vorbereitung? Gibt es schon ein fixes Datum für das erste Saisonspiel? Also das erste Saisonspiel soll am 17.09. stattfinden. Allerdings haben wir jetzt am kommenden Wochenende erst eine Tagung der ersten Regionalliga. Da treffen wir uns alle und dann wird auch, soweit ich weiß, über einen Spielplan gesprochen. Wir wissen also nicht, ob wir am 17.09. ein Heimspiel haben oder ein Auswärtsspiel haben. Aber unsere Vorbereitung beginnt Anfang August. Die Saison ist ja schon am 17.09. Dementsprechend gibt es einiges noch zu tun bis dahin. Und ja, wir schauen, dass wir uns, dass wir in der Lage sind, eine starke Mannschaft aufzubauen. Klar. Jetzt noch eine private Frage. Wohin ziehen Sie sich zurück im EN-Kreis, wenn Ihnen Kritik oder Vereinsprobleme zu viel werden? An welchem Ort in unserer schönen Region können Sie Ihre Akkus aufladen? Also ich kann Ihnen sagen, dass ich sicherlich den Ort nicht verraten werde. Allerdings befindet der sich mit Sicherheit nicht im EN-Kreis. Und wenn ich mal mich zurückziehen muss, dann ziehe ich mich so zurück, wo, dass ich mich auch vielleicht im Kreise der Familie zurückziehe oder irgendwie jemanden besuchen gehe. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich nicht häufig so etwas brauche, dass ich mich zurückziehen müsste, weil sonst würde mir mein Job nicht Spaß machen. Oder, ja, das wäre dann schon dramatisch. Oder quasi ein tolles Fleckchen im EN-Kreis, was Sie empfehlen können? Also der EN-Kreis ist wunderschön. Ja, empfehlen kann ich sicherlich schnell, aber es ist bei mir wahrscheinlich schwierig, einen Rückzugspunkt dann mitten in der City zu finden, wenn wir am Wochenende ein schlechtes Spiel gemacht haben. Nein, wir haben wunderschöne Örtlichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man sich ins Grüne zurückziehen kann. Allerdings, ich sagte immer noch, in Schwelm finden sie immer noch wunderschöne Plätze, wo sie sich dann auch zurückziehen können, nur ich mache es eben nicht. Ich bedanke mich für das anregende Gespräch und wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg in der anstehenden Saison mit den EN Baskets und viele, viele Punkte und dass alles so eintritt, wie Sie es geplant haben. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr Kukowska. Danke auch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss.